oder? Soki oder Haargummi? Okay, nimm. Ja, suchst dir aus. Nimm. Okay. Ja, ein Haargummi, ha? Hallo ihr Lieben, und zwar, ich wollte mich auch mal persönlich melden und euch Hallo sagen. Ihr habt ja schon gesehen, wir waren vorhin kurz draußen, haben auch schon was gefrühstückt und ich bin tatsächlich dabei, unsere Koffer zu packen. Denn für uns geht es morgen am Donnerstag wieder nach Deutschland. Wir waren jetzt tatsächlich schon ganze 3 Monate hier und gehen jetzt für Deutschland gehen wir, gell? Nee, wir gehen nach Deutschland für ungefähr 5 Wochen, um unsere Familien zu besuchen und dann kommen wir wieder nach Dubai. Hast du dich da gesehen? Wer ist da? Ja, also hier ist Falcos Box, in der ist er auch nach Dubai geflogen. Falco, geh in deine Box. So, hier könnt ihr nochmal sehen, er hat da wirklich unfassbar viel Platz. Ja, da kommen noch 2 Näpfe dran, sowie das hier. Da kommt Wasser rein, da ist seine Decke drin. Und ja, der Flug geht 6 Stunden und den Flug nach Dubai hat er mega gut überstanden. Hatte danach jetzt nicht irgendwelche Ängste oder irgendwie psychische Probleme. Das habe ich gelesen, das haben einige Hunde danach. Beim Falco war alles gut. Deswegen nehmen wir ihn dieses Mal jetzt auch mit. Da muss jetzt nur noch, vielleicht kriege ich da die Kamera rein. Wobei, vielleicht besser ins Handgepäck. Ja. Und das Badzeug, aber das geht locker rein. Reste. Und zwar hier raus. Nein, raus. Zurück. Zurück. Bleib da. Da kochen wir gerade Nudeln. Die essen wir einfach mit Eier und mit so einer Sojasauce. Dann ist da noch eine Scheibe Käse, die kriegen wir auch noch weg. Bisschen Früchte. Ein bisschen Brot. Hier ist Gras für Falco, die Falco nicht so gut kennen. Falco hat immer wieder Sodbrennen, deswegen haben wir auch immer ein Gras im Kühlschrank. Dann sind hier noch ein paar Süßkartoffeln, die mache ich heute Abend, so kleine Pommes. Hier ist Falcos Bar für heute Abend. Haben wir hier noch eine Soße, Käse. Ja. Wir haben jetzt kurz vor 7. Ich gehe gleich mit Falco das letzte Mal raus. Dann raus. Gehen wir raus. Dann bekommt er noch sein Futter. Und dann versuche ich mit Falco tatsächlich gegen 21, ja, vielleicht 22 Uhr schlafen zu gehen. Denn unser Flug morgen geht um 8.25 Uhr. Das heißt für mich und vor allem Falco, wir müssen gegen 4 Uhr oder kurz vor 4 aufstehen. Ich will mit ihm dann noch ein bisschen länger rausgehen, ihm sein Futter geben und dann werden wir um 5.30 Uhr hier zu Hause abgeholt und zum Flughafen gebracht. Am Flughafen checken wir ganz normal unser Gepäck ein und dann danach, wenn wir unser Gepäck eingecheckt haben, wird der Falco eingecheckt. Das Ganze machen wir aber nicht alleine, sondern mit einer Firma, die wir uns dazu geholt haben. Die helfen uns am Flughafen, haben auch den Falco am Sonntag, heute ist ja Mittwoch, abgeholt und zum Amtsveterinär gebracht, um da alles zu checken, ob da alles stimmt.
Es war alles gut, hat er sehr gut mitgemacht. Ja. Und dann, sobald Falco eingecheckt worden ist, kommt er quasi, ja, ich nenne mal jetzt in so ein Polizeizimmer. Das ist quasi beim Zoll, da sind auch Menschen. Und da wird in diesem Zimmer, wird bis kurz vor dem Abflug sein, dann wird er dort abgeholt, in den Flieger verladen, dann fliegen wir um die 6 Stunden und dann, wenn wir gelandet sind, denke ich mal, dauert es vielleicht 30 Minuten. Ich weiß ja jetzt nicht, wir fliegen das erste Mal nach Deutschland und dann können wir ihn auch schon abholen. Wir landen um 13.15 Uhr. Dann sind wir bei uns zu Hause, denke ich, gegen, ja, wenn alles gut läuft, vielleicht 16.30, 17 Uhr und dann wird morgen erstmal gar nichts mehr für uns passieren, dass wir ankommen, das ganze Zeug auspacken, dass der Falco vor allem noch seine Ruhe kriegt. Ich meine, so ein Flug ist aufregend, der macht es zwar ganz gut mit, aber eine Aufregung und Stress ist es trotzdem, das muss man erstmal verarbeiten. So, Falco genießt noch die Aussicht. Also da muss ich schon sagen, die wird mir wirklich fehlen. Ich habe das hier mit ihm echt genossen. Hier haben wir noch eine Wäsche stehen, die ist aber trocken, die Wäsche in Dubai. Sobald man sie raushängt, ist sie innerhalb von 3-4 Stunden trocken. Ja, da legt er sie wahrscheinlich jetzt hin. Das ist so sein Platz auf dem Balkon. Ja, wir gehen jetzt erstmal raus. Dann gibt es für ihn noch was zu essen. Er kriegt ganz normal Futter, als wir nach Dubai geflogen sind. Hat Falco kein Frühstück bekommen. Jetzt machen wir es anders, weil er ja auch immer wieder Probleme mit Sodbrennen hat. Und wenn er dann so einen leeren Magen hat, das wäre halt einfach nicht schön, wenn der kurz vorm Abflug oder im Flugzeug Sodbrennen bekommt, weil da können wir ihm leider nicht helfen. Deswegen kriegt er auch morgen früh ganz normal sein Frühstück und dann in Deutschland sein Abendessen. Guten Morgen, wir haben jetzt 4 Uhr morgens. So früh waren wir in Dubai noch nie Gassi, weil ich muss sagen, ich habe Dubai noch nie so still erlebt. Es ist wirklich so leise. Klar, man kann das jetzt nicht mit einem Wald in Deutschland vergleichen, aber ja, hier sind wir jetzt. Falco, schau mal. Gut, bleiben hier wahrscheinlich so eine halbe Stunde, dann gehen wir hoch. So, wir waren jetzt knappe 25 Minuten draußen. Falco hat alles erledigt, das ist schon mal gut, weil als wir hergeflogen sind, wollte er nicht groß machen. Das war im Nachhinein für ihn natürlich nicht so geil. Jetzt hat aber alles geklappt. Ja, wir waren 25 Minuten draußen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Jetzt gehen wir heim, er kriegt sein Frühstück. Komm mal her. Und dann geht's zum Flughafen. Dimmer. Weißt du, wie das ist?
Wie auf so einem Schiff. Die haben doch auch so kleine Räume. Kajüten oder wie heißt das? Ja. Da ist er. Wo? Da. Bei diesem. Ah, da. Da ist er. Oh, Baby. Das ist er, oder? Ja. Oh, Schatz. Da ist er. Ja, und guck mal, wir haben 8.03 Uhr und wir fliegen 8.25 Uhr. 15, oder? 25 heißt, es stimmt nicht, dass Hunde Stunden bevor man fliegt, einfach da irgendwo neben dem Flugzeug stehen. Ja, der kam ja gerade erst. Ja. Ja, da ist er, jetzt sieht man ihn. Hier sieht man ihn. Geguckt. Willst du was sagen? Ich hätte ihn gern hier. Okay, ich muss auch gleich wieder nach unten. Okay, danke schön. Ja, Leute, jetzt ist es da. Hallo, Tiger. Hallo, Dotti. Mach Sitz, ihr Prima. Ist gut. Ich gut. Falco? Super. Was ist? Hey, ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Voll, ey. Probier mal, ob er noch laut machen kann. Laut! Gut. Oh, die Schmackos? Wo sind deine Schmiedes? Ja, wo sind die Schmackos? Wo bist du?